Und Hallöchen, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend euch und herzlich willkommen zurück zum Einsandes Tycoon. Ja, ich mache gleich noch eine Episode. Ich habe ja gesagt, dass heute noch eins reinkommt. Ja, und zwar wollen wir jetzt ja unsere neue Sache hier neu aufbauen, also unser neues Abteil. Und ja, da bin ich dann auch bereit, hier dieses Abteil hier auszubauen. So, da müssen wir natürlich gucken, wie wir das jetzt irgendwie in Gange kriegen, was ich da jetzt genau mache. Aber so eine Idee habe ich jetzt ja schon ein bisschen. Oh, was denn hier? So. So, der dritte Stock kann man nicht. Und das ist ja auch schon gleich rough. Da steht auch drauf. Daher konnte ich den dritten ja leider nicht bauen. Okay. Hätte man vorher lesen können, aber mach ja nichts. So, dann brauchen wir jetzt erstmal Regale. Ich nehme einfach jetzt erstmal die Standardregale. Kann man ja später umbauen, wenn irgendwas nicht passt. Nur so erstmal, ja. So wie es eben so ist. So, das drehen wir dann mal. Ich glaube, das lassen wir so. So, dass es ein bisschen schön aussieht. Hier ist also Platz für jede Menge neue Sachen. Nee, das sieht jetzt scheiße aus. Da muss ich ein bisschen verschieben hier. Hier habe ich hinten zwei Plätze, dann wollen wir hier auch zwei Plätze freilassen. Am Fußboden meine ich jetzt. Oh. So. Gut. Oder ist hier etwas? So, den Dach war drauf. Ne, ja, sehr schön. Sehr schön, jetzt könnte ich natürlich mal ganz knallhart sein und vielleicht auch mal sagen, geht das denn so? Was ist das jetzt genau? Eine Klimaanlage oder sowas? Oder nicht? Könnte ich natürlich hier oben einfach mal aufbauen. Oder schreiben einige Hallo. Sehr interessant. Könnte ich hier einfach mal so oben hier hinstellen. Bisschen für frische Luft und sowas alles. So würde jetzt der Abteil ungefähr aussehen, ja. Kann sein, dass die Regale noch umgeändert werden müssen, weil, ja. Nicht jeder Artikel da reinpasst, wo es reinpassen sollte. Okay, das macht jetzt im Moment nichts. Das ist auf jeden Fall gut so, wie es ist. So.
So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht mal ein Schild aufbauen können. Oh, das ist verkehrt. Nee, auch verkehrt. Bauen. Ich habe doch hier irgendwo Schilder gehabt. Das hier? Ja. Schon wieder auf dem Dach, so. Drehen wir denn mal. Jetzt würde ich den natürlich noch gerne umbeschreiben. Wie mache ich das? Vielleicht erst beide bauen. Ist das ein Schild, den kann ich nicht umbenennen? Da vielleicht. Okay, wollen wir mal kurz den wieder löschen. Man muss ja selbst erstmal gucken, dass ich das hier in Gange kriege. Musterlinie 1 stehen. 2. Also ne, das sind die Linien. So, ihr könnt jetzt sehen, was das werden soll. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Foxys E-Teams Kinderabteilung. Ah, sehr schön. Da will ich jetzt demnächst Spielzeug so alles einbauen und das einrichten. Und das kommt dann hier noch großartig zustande. Das ist schon mal mehr oder weniger sehr gut. So wie ich mir es gedacht hatte, ein richtiges, echtes Einzelhandelsgeschäft braucht eine Kinderabteilung. Mit ein paar Spielzeuge drin und sowas alles. Ihr kennt das ja alles, wenn man mit Kindern einkaufen geht. Oh, ich will eine Kinderabteilung, ich will Spielzeug. Und ihr wisst das, ihr kennt das alle garantiert selber. Jeder Mensch war auch selber mal so. Durchaus. So, da braucht man natürlich auch irgendwann Geld, aber auch natürlich dringend mal die Ware, weil ich habe keine Ahnung, was eigentlich die Waffen kosten, weil er hat immer noch gar keine drinne. Warum eigentlich nicht? Da muss ich mal schauen, was so eine Pistole oder so kostet. Aha. Müsste doch eigentlich funktionieren, weil die kosten. Ganz kann ich noch gar nicht, oder was? Ist noch geschlossen. Ich brauche dafür Game Pass. Oh Leute. Das ist jetzt witzig. Ich schaffe die Waffenabteilung gar nicht, weil man dafür einen Game Pass braucht, sehe ich gerade. Ist das denn witzig oder witzig? Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Weißt du was? Komm her. Komm her. Wir kaufen uns jetzt einfach den Game Pass. Ja. Habe ich jetzt gekauft? Ich wollte eigentlich nur die Waffen freischalten. Kann ich den Panzer fahren oder was? Ach du Schande.
Das wollte ich jetzt gar nicht. Verdammte Scheiße. Ich habe ja auch einen Militärtruck. Ah, der kann ausliefern. Sehr schön. Ah, okay, das hat sich schon beinahe gelohnt. Muss ich nochmal gucken, wie ich jetzt diesen Truck auswählen konnte, den man nehmen konnte. Nee, 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 nee. Back, back, back. Warum ist das hier alles Englisch? Imagine, wer ist denn jetzt der Ausfahrer, Lieferant? Das ist doch Kassierer. War das mal Deutsch? Hallo? Es ist einfach unfassbar. Na klasse, jetzt stehe ich hier. Ich war ja wieder nach oben gefahren. Oh nee, ehrlich jetzt. Es ist so, wie es ist, aber jetzt ist auch mein Geld alle weniger gekommen. Ich glaube, damit habe ich jetzt die neue Waffen. Ach, ich werde mich da jetzt nicht weiter rumeiern. Ich werde damit jetzt einfach mal das Video beenden und schauen uns ein nächstes Video an, was ist da so passiert ist, wie ich meine neue Einstellung machen kann. Und. Mal gucken, vielleicht mache ich es morgen Abend noch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und richtig? Game over.